Hallo, herzlich willkommen bei Silverwurm. Heute haben wir ein Thema, wo wir mehr als eine Meinung sammeln werden. Denn es geht um das Thema, ich sage jetzt nicht um das leidige Thema, Adventskalender. Diese Adventskalendergeschichte, die wird immer größer und immer üppiger, wo ich denke, ein Adventskalender, der mal 250 Euro kostet? Muss das sein? Also wir sind fast alle mit dem Adventskalender aufgewachsen, ne? Den man so für einen Euro oder vielleicht für eine Mark an der Kasse kaufen konnte im Supermarkt. Und dann haben wir uns unheimlich über diese Billigschokolade gefreut, weil die jeden Tag ein bisschen anders geformt war. Und da war ein Bildchen dahinter. Und ich glaube, diese Nostalgie ist es, um uns in diesen Weihnachtskalender-Wahn zu treiben. Was gibt das alles? Es gibt Tee, es gibt Gewürz, es gibt Parfum, es gibt Pflegeprodukte, Schminkprodukte, Gin, Bier. Ich weiß nicht, was für Kalender. Ich glaube, so gut von allem, ich denke mal auch Sextoy-Kalender, alles, was man sich vorstellen kann, gibt es als Adventskalender. Die Idee dahinter ist natürlich, um eine Marke nach vorne zu bringen oder um zu sagen, guck mal, ne, wenn du die Produkte nimmst, da kannst du sie kennenlernen in kleiner Form. Und dann, wenn du die paar Monate benutzt hast, dann sagst du, ach ja, da bestelle ich mal, weil das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe letztes Jahr tatsächlich auch den Benefit-Kalender gekauft. Da waren keine 24 Türchen, das haben die ganz gut gemacht, auch sehr, sehr wertig. Da gab es 12 Türchen. Einziger Haken war, man hat die Teile wirklich sehr schlecht aus der Verpackung bekommen. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall hatte man da 12 Miniaturprodukte, die fast so aussehen wie das Original. Ich habe jetzt mal hier 4 mit hochgebracht und zum Beispiel Mascara. Also die habe ich tatsächlich auch alle benutzt und aufgebraucht. Fand die ein oder andere auch sehr gut. Aber so einige Produkte, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. So puren Verfeiner für die Nase und so. Das habe ich dann rumliegen gehabt und habe es letztendlich verschenkt. Und da muss man sich überlegen, ich weiß nicht, habe ich 80 oder 89 Euro bezahlt. Hätte ich mir dafür vielleicht nur 1 oder 2 Mascaras gekauft zum Testen, hätte ich die länger gehabt, aber genau gezielt. Oder hier so ein Augenbrauenstift, den finde ich so extrem hart. Kann ich überhaupt nicht benutzen. Aber okay, ich habe das mal gemacht und fand das toll, dass ich jetzt mal so unterschiedliche Mascaras, ich glaube es waren 4, hatte und die gegeneinander austesten konnte. Also dafür fand ich das super. Ich würde mir auch Gewürze bestellen. Tee gibt es natürlich auch. Und habe aber schon so viel Gewürze, habe eine kleine Küche und weiß gar nicht wohin damit. Auch Marmelade. Ich habe jetzt schon 6 oder 8 Gläser Marmelade unterschiedlichster Sorte offen in meinem Kühlschrank stehen und ich esse nur sonntags Marmelade. Nehme es aber immer schön mit einem frischen Löffelchen raus und von daher halten die auch recht lange. Aber wo ich denke, soll ich mir jetzt 24 andere Marmeladensorten bestellen? So. Wie machst du das? Also ich bin unheimlich gespannt, wie deine Kommentare sind. Was ich für euch tatsächlich auch dieses Jahr wieder bestellt habe, sind 2 Kalender von iCrush. Also sie sind nicht für mich, sondern vielleicht für dich. Ich zeige den mal vom letzten Jahr auch. Die sind alle wirklich sehr, sehr schön gemacht. Mit 24 Türchen, da ich 2 hatte, werde ich die übrigens dieses Jahr für meine Enkel befüllen. Die gehen also nicht verloren. Wer jetzt sagt, boah, das ist alles nicht so nachhaltig, ne? Also solche Teile, die kann man dann tatsächlich später auch nochmal zweckentfremden und dann selbst befüllen. Was habe ich mir, also ne, der kommt, der ist noch nicht da. Und wir haben es letztes Jahr so gemacht, dass wir an jedem Tag im Dezember zu der Bestellung, also zu einer Bestellung, einfach einen Kasten hochgehoben haben, reingelegt haben, ohne zu gucken, wer ist das, wie ist der Bestellwert, und fanden das einfach schön auf diesem Wege. Es waren an 20 Tagen, also am 20. war, glaube ich, unser letzter Versand letztes Jahr. Am 20. Dezember haben wir das letzte Geschenk dazu gelegt. So ein bisschen unter uns, was ich schade fand, es haben sich tatsächlich nur 2 Frauen gemeldet, dass sie es drin hatten und sich bedankt haben. Und die anderen 18 haben überhaupt gar keine Reaktion gezeigt. Aber ich werde das dieses Jahr trotzdem wieder machen, weil ihr sollt ja nicht nur unser tägliches Angebot anstelle eines Adventskalenders haben, sondern eine von je, also an jedem Tag bekommt dann noch ein Schmuckstück von iCrush. Deshalb habe ich dieses Jahr auch wieder 2 Stück davon bestellt,
weil Gold und Silber. Und die anderen Teile, du wirst sagen, bleibt ja noch was übrig, die habe ich in der Familie verschenkt. Also sowas finde ich auch, macht ganz Sinn, dass man sagt, na, das kann man schön verteilen. Und da komme ich preislich dann ganz gut weg. Besser als wenn ich die Teile einzeln im Geschäft kaufen würde. Was ist denn mein Adventskalender, wenn ich sage, ich habe schon Marmelade, ich habe jede Menge Tee, ich habe Gewürze, Schmuck habe ich ja hier und habe auch nur meine ausgewählten Sachen von iCrush. Aber ich bin ein kleines Leckermäulchen und bei mir gibt es dieses Jahr den Adventskalender von Bülow. Habe ich mir gekauft, direkt im Vorverkauf bestellt, ne? Weil man weiß ja nie, wie schnell die ausverkauft sind. Was ist denn das? Also wir dürfen jetzt nicht darüber nachdenken, dass jetzt 2, 3 Lakritze jeweils in einem Tütchen verpackt sind. Aber es steht hinten drauf, in recyceltem Material, wenigstens das. Ich bin fast süchtig nach diesen Lakritzekugeln. Ich mache da jetzt also keine bezahlte Werbung von, die wissen nicht mal, dass ich das jetzt hier mache. Zeige ich dir nochmal, wenn du Lakritze magst. Und wenn du nicht Typ Haribo bist, Tüte auf und die Tüte wegatmest beim Fernsehen, weil das hier ist schon ein Luxusprodukt. Diese Dosen hier, ich meine, da sind schon einige Kugeln drin, kosten so um die 17 Euro. Also Kilopreis dieses Lakritz liegt, je nachdem wie man die in den Bundles nimmt, zwischen 55 und 70 Euro. Viel, viel Geld, aber da gibt es jeden Tag nur eine, mal zwei. Und wenn ich an einem Tag Lust drauf habe, 5 davon zu essen, dann esse ich 2, 3 Tage mal keine. Ich habe davon jetzt schon 8 Sorten. Eine schmeckt mir nicht. Und ehe ich jetzt zum Beispiel auch Lakritze ohne die Schokoladenummantelung bestelle, habe ich gedacht, nehme ich den Adventskalender, um die mal kennenzulernen, weil das finde ich dann auch wieder nachhaltig, ehe ich mir eine Dose bestelle, wo ich sage, naja, lecker, aber brauche ich nicht. Ne? So kann man dann Lieblingssorten herausfinden. Und das gilt eben auch für Tee, für Gewürz, für Marmelade. Jeder so, wie er es braucht. So, und ich bin gespannt, was du zum Thema Adventskalender generell sagst. Ist das Umweltsünde? Brauchen wir das alle nicht? Oder sagst du, ach, das ist so ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen wieder Kind sein? Oder sagst du, ich bastel das selber. Wenn, womit befüllst du das? Weil auch das finde ich sehr interessant. Selbst wenn man die selbst befüllt, macht man ja vielleicht so auch so kleine Haribo-Tütchen oder so rein. Auch das hat wieder Verpackung. Also bitte nicht erst losdonnern und sagen, boah, das ist alles eine Verpackungssünde und bastelt es nachher selbst und hat dieselbe Anzahl von Müll, bloß auf anderem Wege. Ja. Vielleicht gibt es Dinge, wo wir noch so gar nicht drauf gekommen sind. Was weiß ich, ist es die selbstgemachte Seife, was natürlich ein Wahnsinnsaufwand wäre. Aber wenn man eine große Familie hat, ne, und man macht dann immer so Stück und schneidet Stückchen ab. Also ich bin gespannt, was du als Adventskalender selbst bastelst, dir kaufst, was du für Erfahrungen gemacht hast. Auch vielleicht Erfahrungen, wo du sagst, boah, das würde ich nie wieder tun, das war total doof. Ach so, einen habe ich noch vergessen, laufe ich aber jetzt nicht zurück. Ich habe auch letztes oder vorletztes Jahr OPI-Adventskalender gehabt und da waren dann diese kleinen Mini-Fläschchen drin. Und das finde ich zum Beispiel, wer jetzt viel Nagellack trägt, um mal 24 unterschiedliche Farben zu haben, das war sogar preislich sehr, sehr attraktiv, wenn man überlegt, dass eine Originalflasche 16 Euro kostet und das kleine Mini-Fläschchen kam dann so um die 2 Euro. Klar ist weniger drin, aber meistens braucht man Nagellack ja auch nicht auf oder sagt, ach ja, die Farbe habe ich mir anders vorgestellt oder. Also schreib deine Meinung zum Adventskalender. Ich überlege, ob ich das nächstes Jahr überhaupt noch machen soll. Sage ich jetzt, ne? Also ich werde mich bestimmt freuen über die unterschiedlichen Lakritzsorten. Die einen kenne ich schon, aber einige kenne ich eben noch nicht. Und ehe ich die im Original bestelle, ne, probiere ich die erst auf diesem Wege aus. Tja, es werden viele Kommentare kommen, ich weiß. Und es werden auch welche kommen, die sagen, alles nur Konsumterror. Ja. Aber wenn man überlegt, was alles Konsumterror... Nein, das wird jetzt zu weit. Adventskalender, ja oder nein? Und wenn, dann welchen oder den nie wieder? Auch schlechte Erfahrungen, finde ich, gehören hier unten rein, damit der ein oder andere vielleicht davor bewahrt wird. Ach, und Müsli gibt es und
Hast du nicht gesehen, bestimmt. Ach, und die ganzen Spielzeug sind wir vielleicht raus, eher für die Enkel. Ob es jetzt Playmobil ist oder, es gibt Tausende. Ich bin gespannt auf deine Meinung.